Was erreicht man in FIFA 23 ohne FIFA Points Tag 46? Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein paar Packs zum Team of the Year. Wahrscheinlich die letzten Packs zum Team of the Year. Das Ding ist over. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube nicht mehr dran, dass wir nochmal einen Team of the Year ziehen. Was heißt nochmal? Ich habe überhaupt keinen gezogen. Egal ob auf der RTG, auf meinem Main-Account, sonst wo. Den einzigen Team of the Year gezogen habe ich bei Julian auf seinem Account. Grüße gehen raus. Aber sonst war leider für mich nichts drin zum Team of the Year. Heute ein letzter Versuch, da noch mal irgendeine Karte rauszuholen. Ich bin jetzt nicht so guter Dinge, dass das klappt, ehrlich gesagt. Aber wir probieren es mal. Ich habe auch überlegt, 3 85 Plus Packs aufzuheben für das Future Star Event. Ich habe jetzt hier das 85 Plus Verteidiger Pack mal 3. Und es sollte noch das Stürmer- und Mittelfeld-Pack kommen. Beziehungsweise das Mittelfeldspieler-Pack ist, glaube ich, am Start. Wir haben hier auch, ja, Mittelfeldspieler-Pack ist am Start. Beim Stürmer-Pack bin ich mir gerade ehrlich gesagt unsicher, ob das noch einmal kommt oder nicht. Ich glaube aber sogar fast, dass es nicht mehr kommt. Also das Stürmer-Pack müsste ich dann abhaken wahrscheinlich. Stürmer-Pack wiederholbar 0 mal, 0 mal. Läuft ab in 2 Tagen. Ich glaube, das kommt nicht mehr wieder. Aber ganz sicher bin ich mir da ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, was laber ich hier rum? Ich würde gerne das 85-Plus-Pack hier auf jeden Fall auch nochmal abschließen. Bin mir aber wie gesagt unsicher, ob ich nicht einmal mal 1, 2 Packs fürs Future Star Event aufsparen soll. Schreibt mir das in die Kommentare. Dann werden wir am Freitagabend um 19 Uhr ein paar Packs dazu ziehen. Jetzt ziehe ich aber erstmal die Packs, die wir jetzt bekommen haben von den Tagesanmeldungen. Also das 3x85 Plus werde ich auf jeden Fall heute öffnen. Das 2x85 Plus und das Verteidiger 85 Plus Pack. Das werde ich sparen fürs Future Star Event. Da habe ich Bock drauf. Vielleicht ist die Pack-Ausbeute beim Future Star Event ja ein bisschen besser als beim Team of the Year. Es kann nur besser sein. Es kann gar nicht schlechter sein, Freunde. Deswegen, wir gehen rein. Wenn euch die heutige Folge auch wieder gefällt, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, um solche Videos nicht zu verpassen. Wir ziehen direkt einen Walkout im Prime Electrum Spieler Pack. Trent Alexander-Arnold. Super Sache. Wir müssen nämlich den guten Mbappé sobald wie möglich auch noch abschließen. Schick war auch noch drin. Das Pack war echt stark. Und jetzt haben wir hier ein paar nice Packs. Das 2x85 Plus und das Verteidiger 85 Plus werde ich sparen, aber wir ziehen jetzt das 5x84 Plus, das 3x85 Plus und das 2x81 Plus. Und dann schauen wir mal, was da heute so drin ist. Eventuell werde ich heute den Mbappé schon fertig machen, aber ich glaube, es reicht noch nicht ganz. Wir brauchen schon noch relativ viele SBCs leider. Also da fehlt uns definitiv was. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ich soll keine Upgrade Packs mehr machen, also keine Coins in die Upgrade Packs stecken. Und da bin ich komplett bei euch. Ist absoluter Quatsch. 5x84 plus, kein Walkout oder was? Doch. Ederson. Nice. 89er. Wichtig, wichtig, wichtig für die Mbappé SBC, weil da brauchen wir noch sehr, sehr viel Futter. Wirklich sehr, sehr viel. Und dahinter haben wir absolut gar nichts. Wobei Bernardo Silva ist auch noch am Start. 84, 84 und Gulaschi. Ich schau mal, ob wir mit den ganzen Karten schon was machen können. So, tatsächlich. Ich habe die ganzen Karten hier reingehauen. Bitte, Jungs, ich weiß, es tut ultra weh. Wahrscheinlich jetzt bei den Zuschauern. Ihr habt mir beim letzten Mal schon geschrieben, es hat wehgetan, als ich die ganzen Icons abgegeben habe. Aber ich gebe ihn jetzt ab. Park Ji-sung. Ich sehe den einfach 0,0 bei uns im Team landen. Und es ist eine nice Hero-Karte. Safe. Und Talisca und Ødegaard sind eigentlich auch nicht schlecht. Aber Digga, ich gebe dir jetzt ab. Ich will hier lieber bei der Mbappé SBC so viel wie möglich sparen und dafür geben wir halt einfach unsere ganzen Untrade-Karten ab. Jetzt fehlen nur noch 2 SBCs, ein 87er und ein 88er Team und das sind auch nochmal 2 sehr teure SBCs, aber es ist machbar. Es ist definitiv machbar, Freunde. Deswegen, ja, weg mit den Karten. Es tut schon sehr weh, aber eigentlich auch nicht, weil ich sie sowieso nicht spiele. Und damit öffnen wir jetzt das 3x85 Plus Pack. Das Pack haben wir bekommen für jede Tagesanmeldung. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir ein Team of the Year. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare. Soll ich die 2 Packs doch noch zum Team of the Year aufmachen oder soll ich die fürs Future Star Event sparen? Die Folge wird am Donnerstag rauskommen und dann werde ich das noch rechtzeitig lesen können. Von daher schreibt es mir. Jetzt ziehen wir aber erstmal das 3x85 Plus und das wird jetzt hoffentlich der Team of the Year. Es wird ein Inform und zwar wird das Zambo Anguissa mit einer 85. Das feiere ich schon mal nicht so krass, ehrlich gesagt, weil ich hätte hier lieber 3 High-Rated-Inform Goldkarten gesehen. Sehen. Oder eine Team of the Year Icon. Irgendwas? Ist okay, ist okay. So, hier ist die vorletzte SBC von Mbappé. Ich musste jetzt hier schon wirklich sehr viel abgeben und ich musste Neuer für 58 und Lever für 67 kaufen. Also da mussten wir das erste Mal in die Tasche greifen, aber wir können den Mann jetzt fertig machen. Jetzt werde ich nämlich Lacazette verkaufen. Der kostet um die 250.000 Münzen und dann ist er angekommen. Kylian Mbappé, POTM und wir bekommen sogar nochmal einen
Bernardo Silva, sehr, sehr geil. 88er Karte, nochmal für die letzte SBC. Sehr, sehr wichtig, weil der wird uns auf jeden Fall nochmal futtertechnisch gut weiterhelfen. So, Lacazette, mein Bester, du musst leider gehen. Er hat ultra Bock gemacht, muss ich sagen. Habe ich sehr enjoyed, die Karte. 119 Spiele, 97 Tore, 54 Vorlagen. 300.000 haben wir bezahlt, 250.000 kostet er nur noch. Also, da haben wir auf jeden Fall gut Verlust gemacht, aber ja, ist egal. Ousmane Dembélé zum Beispiel, der ist wieder übel gestiegen. Der hat ja 670.000 Münzen damals gekostet, ist dann runter auf 400. Und mittlerweile kostet er, glaube ich, wieder den gleichen Preis. Lasst uns das mal eben nachschauen. Also sollten wir uns dazu entscheiden, den zu verkaufen, werden wir nicht ganz so viel Verlust machen. Ich habe aber keine Ahnung, wo der mittlerweile ist. Bei 700. Also das ist crazy. Das ist stark. Und ja, chemietechnisch werden wir jetzt auf jeden Fall ein Problem haben, wenn wir Petri spielen wollen. Mit Tchouaméni wäre es kein Ding, aber mit Petri wird das Ding, glaube ich, nicht auf volle Chemie kommen. So, Lacazette ist weg. 250.000 Münzen. Und jetzt machen wir sie. Die letzte SBC von Kylian Mbappé. Ich hab so Bock. Er wird so overpowered und eklig sein, Mann. Let's go. Hier ist die letzte SBC für Mbappé. Ich musste viel kaufen. Wir haben jetzt ja nochmal über 200.000 Münzen ausgegeben. Wahrscheinlich sogar Richtung 300.000. Also sehr, sehr teuer. Aber er ist angekommen. FIFA 23. Was erreicht man ohne FIFA Points? Wir haben Mbappé POTM nach 46 Tagen abgeschlossen. Also nicht mal nach 2 Monaten. Also sehr, sehr entspannt, würde ich sagen. Da ist er. Und jetzt komm rausgelaufen, mein Bester. Wenn ich schon nicht deine Team of the Year Version gesehen habe, dann wenigstens die POTM Version. Fühlt sich sehr falsch an, den hier im Argentinien-Trikot zu sehen. Das fragen mich immer so viele. Woher habe ich das Argentinien-Trikot? Das ist seit Ewigkeiten nicht auf dem Markt zu finden. Das war einfach mein Starter-Trikot. Genauso wie das Real Madrid-Trikot. Ich habe es halt nie geändert. Vereinsnamen habe ich auch nie geändert. Also ja, ich weiß auch nicht. Mbappé ist am Start. Kannst du Stürmer, linker Flügel und rechter Flügel zocken. Das ist so geil. Digga, wirklich, der wird im Endteam dabei sein. Das weiß ich jetzt schon, weil ein Mbappé ist nicht zu ersetzen. Bei 4 Offensivkräften kannst du den überall zocken. Und der kommt jetzt hier rein ins Team. Wir hätten sogar noch Coins für Courtois, Team of the Year. Aber weiß nicht, ob ich das machen will. Es fehlt jetzt halt noch ein Franzose. Sonst kommt Klaus nicht auf volle Chemie. Das ist ein bisschen blöd. So, mit dem richtigen Manager auf Ligue 1 können wir jetzt uns einfach einen Rechtsverteidiger aus der La Liga holen und da kaufe ich mir jetzt einfach mal so, ja, mit dem Besten. Wobei, nee, ich glaube, ich habe eher Bock auf den etwas schlechteren. Die Wahl ist zwischen Carvajal und Vasquez und ich gehe auf Vasquez oder Vasquez oder was weiß ich was. Der Klassiker. Da ist er. 120.000 Münzen. Der hat richtig nice Stats. Ist ein bisschen offensiver, was ich eigentlich ganz geil finde. Forster Skills finde ich cool. Und im Tor könnten wir jetzt theoretisch alles spielen. Das heißt auch einen Icon-Torhüter oder so. Aber ich glaube, ich kaufe mir mal den ganz normalen Courtois. Ich will jetzt die Coins nicht für einen Team of the Year Courtois hinlegen. Würde zwar auch reichen, aber finde ich irgendwie auch ein bisschen unnötig. Auch wenn der Goldene schon sehr teuer ist, aber ich glaube, der reicht fürs Erste. Ich will jetzt meine Coins erstmal noch beisammen halten. Wir können früher oder später dann noch auf den Team of the Year upgraden, würde ich jetzt einmal mal sagen. Und da ist es, unser neues Team. Fullcam mit Mbappé POTM. Digga, was ist das für ein krank geiles Team. Ohne Spaß, Mann. Mondi, Courtois und Neymar, die müssen wir dann natürlich auch noch upgraden auf Special Cards. Aber alles in allem ein 10 von 10 Team. Und damit zocken wir jetzt die Weekend League Quali. Und den Tchouaméni, den verkaufen wir wieder. Der ist sehr, sehr nice. Ohne Spaß. Ich finde ihn mega gut. Aber wir verkaufen den, weil wir brauchen den jetzt erstmal nicht mehr. Oh, wir ziehen sogar nochmal einen Walkout aus der Mbappé SBC. Wieder Bernardo Silva. Hey, ich habe den heute einfach schon 3-mal gezogen. Also das ist sehr, sehr cool. Den können wir dann wieder verkaufen oder eine SBC mitmachen. Ich wollte ja sowieso noch das 85 Plus Pack mitnehmen. Ich packe den in den Verein. Hat sich doch gelohnt, das Ding. Hat sich doch gelohnt. Let's go, wir gehen rein. Unser erster Gegner, der gegen Mbappé zocken darf, kommt hier mit einem sehr gefährlichen Team auf uns zu. Starker Pass. Und da ist es. Mbappé sweatet ihn rein nach nicht mal 3 Minuten. Und der Gegner meldet direkt die Pause an, weil unser Team absolut räudig aussieht und da kein Typ Bock hat, gegen zu zocken. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Wir gehen rein ins zweite Spiel. Auch ein schickes Team. Cherzinho, den hätte ich noch gerne gemacht eigentlich. Dann wäre das ekelhafte Team im Sturm perfekt gewesen. Ohne Spaß, Mann. Aber der ist mittlerweile ausgelaufen. Okay, der Gegner ist ein absoluter, ja, absoluter Schwätzer. Ach, du Heilige. Let's go, Ayran 1-1. Da ist es. Mbappé, er ist am Start. Guckt ihn euch alles, ist so geil, Mann.
Starker Pass. Let's go, Mbappé, 3-1. Und der Gegner quittet zur Halbzeit und es hat sich mal wieder rausgestellt, nicht der Gegner ist der Schwitzer, sondern ich. Wir gehen rein in Spiel Nummer 3. Team of the Year Icons, Team of the Years, GG, Bro. Starkes Ding. Toni, 1-0. Nein. Okay, der Gegner hat auch Mbappé. Starkes Ding. Boah, Digga. Gegner hat Donnarumma und dafür wirst du halt einfach bestraft. Donnarumma ist einfach für die Mülltonne, Mann. Ja. Mbappé. Oh, ey, es ist so ein Cheat. Es ist zu krass. Ja, Lukas. Was? Tess mit dem 4-1. Und auch der Gegner quittet zur Halbzeit 4-1. Wir machen weiter. Wir gehen rein in Spiel Nummer 4, stehen 3-0. Und der kommt hier auch mit einem super saftigen Team an den Start. Hilfe. Boah, Petri kann die Außenrissschüsse, wie es aussieht, macht er richtig stark. Toni, Junge, aus dem Hinterhalt 2-0. Gegner meldet die Pause an. Heute läuft es wirklich sehr gut. Spiel Nummer 5. Schönes Team. Extrem starkes Team. Also komplett die Beta einmal durchgespielt. Oh oh. Ah, überragender Start. Schöner Pass. Overran 1-1. Schönes Ding. Mbappé. Musste machen und macht er auch. Oh, Mann. Oh, oh. Nicht gut. Na, der kommt durch. Und das ist es. 3-3. Ja. Mbappé ist der Beste. Er ist der Beste. Bro, der Pass war extrem heftig. Oh, hell no. Junge, was ist das für ein Spiel, ehrlich. Oh nein, er war schon längst weg, der Ball, und ich räume den Carlos da auf der Seite um, Mann. Schade. Oh mein Gott, der Gegner macht auch nur die Backschüsse. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir jetzt hier von dem 4-4 innerhalb von ein paar Minuten auf ein 8-4 gekommen sind. Ich kann es mir nicht erklären, aber starker Gegner. GG. Junge, das sind auch Pässe. Digga, es ist unangenehm. Warum bin ich nicht gequittet? Jetzt brauche ich auch nicht mehr quitten. 9-4. Ja, damit verlieren wir mit 9-4. Ich glaube, so viele Gegentore habe ich, wirklich noch nie kassiert. Aber alles gut, wir machen weiter. Let's go, wir stehen 4-1, kommen hier gegen den Kollegen. Boah, starkes Ding. Ousmane Dembélé 1-0. Let's go, Ayran 2-0. Boah, dieser Antritt ist zu wild, Alter, wirklich. 3-0 und das Ding ist durch, oder? So ist es. Wir machen weiter. Wir brauchen noch ein paar Siege. Das ist auf jeden Fall mal ein originelles Team, also ein bisschen zumindest. Danke, Gegner. Ich wusste, er moved. Ich wusste es. Mbappé 2-0, Gegner meldet die Pause an, das ist einfach mein Lieblingssymbol in FIFA, die Pause da oben. Und wir stehen 6-1. JVA Butzbach, super Teamname, Courtois, Team of the Year, wurde gepackt und alles in allem ein starkes Team. Ja, Mbappé rennt hier einfach mal komplett durch, legt rüber auf Neymar, 1-0. Digga, nee, alles gut. Junge, wir hatten gerade 5000 Chancen, nur damit der Kollege wieder mit einem Schuss ein Tor macht, Mann. Macht er gut, Jungs, wir ziehen durch, es tut mir leid. So, wir haben noch 2 Spiele, wir müssen beide gewinnen, um die 8 Siege-Rewards nach Hause zu holen. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Nein. Oh. Das sieht gut aus, Neymar 1-1. Sehr schön. Ja, geht doch. Ovi. Ah,
wunderschöner Lupfer, 3-1. Gegner meldet die Pause an und wir gehen rein ins Entscheidungsspiel. So, letztes Spiel. Lisandro Martinez. Digga, nee, er heißt nicht Lisandro Martinez. Ich verwechsel die immer. Emilio Martinez im Tor. Alles klar, wir müssen Gas geben. Team sah vorne nicht schlecht aus. Ja. Ousmane Dembélé 1-0. Aber Gegner macht einen guten Eindruck. Ja. Danke, Gegner, du bist der Beste. Da wird die Pause angemeldet. Und das ist der Quitt. Und wir holen uns die 8 Siege. Mbappé hat auf jeden Fall ultra Bock gemacht. Also die Karte ist wirklich so unglaublich stark, Männer. Und dafür bekommen wir Rang 3, ein Jumbo Premium Goldspieler-Pack, 2 seltene Gold-Packs und 2 keine Ahnung was für Packs. Und kassieren dafür erstmal einen Kommunikationsfehler. Ich hoffe, die Packs sind jetzt trotzdem am Start. Ja. Yeah. Sieht gut aus. Wir gehen rein, Freunde. Vielleicht ziehen wir jetzt ein Team of the Year. Wer es glaubt, wirklich. Wer es glaubt. Wir starten mit Di Maria. Und ja, Jungs, ich habe die nächsten Packs alle schon gezogen. War überall nichts drin. Wirklich gar nichts. Und ja, im abschließenden Pack ziehen wir nochmal Martip. Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Und dann sehen wir uns natürlich morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.